Die ersten Schallplatten damals kosteten 4 bzw. 5 D-Mark, 78er, zwei Titel drauf, war ja viel Geld. Ja. Jetzt hatte ich von meiner Großmutter 50 D-Mark. Das war viel Geld, Wolfgang. Und so zwei Tage später kommt mein Bekannter, Volker Sasker, der hat schön Klavier gespielt. Ich habe was. Kommt zu mir in die Wohnung. Ich sage, was ist denn? Ich habe hier, guck mal, Kataloge. Es gibt tatsächlich Schallplatten. Die alten Brandsfield-Kataloge. Ja, richtig. Ich sage, ja, da müssen wir ja was tun. Sind wir zum Steinheim gefahren nach Dettbrink mit dem Fahrrad von Rahlstedt. Um das Fahrgeld zu sparen, deswegen eine Schallplatte gewesen. Kommen wir rein ins Geschäft. Nach dem Katalog, die Verkäuferin hat blöd geguckt, ich weiß gar nicht Bescheid. Da sagt sie, ja, ich hab hier was. Eine Platte von Les Brown, Liebfrack und auf British Columbia. Jimmy Dorsey, Dorsey der Jazzband, 2 und Drum Boogie von Gene Krupa und Bam Johnson mit One Sweet Letter From You und auf der Rückseite Snaked. Yeah. His Master's Voice. Das kann ich Ihnen nicht verkaufen, sagt sie. Ich sage, warum denn nicht? Das ist so technisch schlecht, dass ich sage, die spielen mit dem Daumennagel, das spielt überhaupt keine Rolle. So, okay. Die Platte, packen Sie mal alles ein. Und da waren die 50 Mann. Ich wollte ja weg, das war, ist klar. So, jetzt kann man ja gerne Fahrrad, ich sage zu Volker Zaske, am Fahrrad 20er Chaussee, ganz langsam fahren. Kurven sind alle vom Fahrrad. Jetzt kommen wir zu Hause. Nichts gegen Halbmond. Kommst du zu Hause, schöner Schallplattenapparat, hatte der alte gekauft hat. Ja, wusste aber, was bei ihm zukommt, mein Vater. Und ich lege das auf. Der ist ja wohl vom Sofa gefallen. So eine gemeine Negermusik. Und meine Mutter hat geplättet. Du kannst Abi fragen, meine Mutter war super. Und sagt, lass die Jungs zufrieden. Oh. Toll, oder nicht? Bitte, ja. Es geht jetzt ganz Abend und geh du mal zum Kartenspiel, hat der Typ gesagt. Hat er auch gemacht. Und so ist das gekommen. Und wie gesagt, das war nicht unbedingt alles Jazz, aber es war Jazz verwandt. Naja, was so abenteuerlich war, die Holländer waren ja, glaube ich, mit die Ersten, die also Jazzplatten im deutschen Markt waren, in Frankreich, in England. Und für uns war das immer eine Entdeckung, ja. Eine richtige Entdeckung. Der eine sagte, ich habe jetzt was, habt ihr schon mal was von Jim Paul Morton gehört, wer ist denn das? Ja? Oder Oliver damals, ne? Ja, ja. Bam Johnson. Diese Intensität, mit der also Dinge, die es ja schon lange gab, aber für uns neu, das hat die Generation gar nicht mehr gehabt. Nein. Ne? Diese Aufdeckung auf Pirsch gehen, entdecken. Dieses das Schöne, dieses ja. Noch nicht wissen, wohin. Ja, 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 aber dann auch, das waren ja Perlen, das waren ja alles große Verzweller. Ja, war unwahrscheinlich gut vor dir. Die Zeit war schön. Man hat gleich so viel gehabt. Ich weiß nicht, ich habe mit Abi auf der Nebenkoppel gesessen, da hatten wir eine 78er, Blues und Blue Lou und von Bunny Berrigan. Also die Platte, die habe ich ja wohl 16 Mal gespielt am Tag, bis da nichts mehr von Nachbar. Durchgesiegt. Und von Beiderbecke hatte er Jazz mit Blues, auf der Rückseite war er zu Jazz mit Boy. Immer wieder wurde die Platte gespielt. Und das ist genau das, was heute fehlt. Wir haben die Platten so oft gehört, dass wir die Solis alle aus dem Kopf kamen. Und das ist schön, das ist wunderbar. Man hatte ja nicht so viel. Und je mehr das wurde, je mehr versank das. Das Jahr 1956 war schön, aber wir hatten noch nicht so viele Autos und hatten schon viele Kapellen in Hamburg. Und ich spielte damals Schlagzeug in der Duke Clemberg Jazz Band mit Günter Heide und unser Dominizil war in Hein-Heuer-Straße auf St. Pauli. Und wir spielten einmal im Monat in Harburg in der majestätischen Aussicht für den Harburger Turnerbund von 1862. Das war immer sehr schön, was eine geschlossene Gesellschaft war und nette Leute. Und wir haben donnerstags auf St. Pauli gespielt und wir hatten Pause und erst mit den Autos war das schlecht. Und wie kommen wir da hin mit dem Schlagzeug und so weiter und so weiter. Und wir hatten die erste Pause, ich gehe an die Theke und habe einen Cognac getrunken und da kommt Püppi. Püppi hat angeschafft. Aber sie war lieb. Aber die waren natürlich tabu, die Frauen für uns. Hast du Kummer, Günther? So, ja, im Prinzip schon. Das und das. Habe ich ihr erzählt, was das ist. Das wird alles geregelt, sagt sie. Um 12 Uhr kam Bubi Töpfer, das war der Mann, der das Geld kassiert hat, mit dem smarten Hut auf. Und kam um 12:30, ich war beim Zusammenpacken zu mir und sagte, wann muss das Schlagzeug in Harburg sein? Ich sage, um 7:30 wäre es am besten, ich muss noch aufbauen. Das ist um 7:30 da, brauchst du keine Gedanken machen. Es war um 7:30 da. Und der Abend verlief war völlig normal mit dem Club. Und dann passierte etwas Furchtbares. Um circa
halb zwölf kam eine fremde Gruppe rein, die passte überhaupt nicht zu dem Verein. So halbstarke Rocker und böse Buben. Und mein Schlagzeug stand ziemlich vorne am Podium und der kam einer an von den Brüdern und hat immer an den Dingern gedreht, an den Füllen. Und da habe ich ganz höflich zu ihm gesagt, lassen Sie das bitte. Er hat es nicht gelassen. Und da habe ich ihm den Stock eigentlich über die Finger gezogen. Und da war Schluss. Und Günter Heide, unser Trompeter, der ja alter St. Paulianer war, wusste, wie sowas ausgeht. Ich nicht. Ich war viel zu naiv. Und dann haben sie gesagt, die müssen ja mal rauskommen, die Hamburger, dann bringen wir sie alle um. Ich habe wirklich Angst gehabt. Und Günter Heide hat gesagt, ganz ruhig auf dem Podium sitzen bleiben. Kitty hat das zu mir gesagt, hast du dein Butterbrot mit? Ich sage, ja, wir holen dir ein Bier, du bleibst hinter der Pauke sitzen, du bewegst dich überhaupt nicht. Muss man sich vorstellen, wenn der Tanzsaal, am Ende des Tanzsaals kam das Lokal, da war eine Bar mit einer langen Theke und oben waren die großen Spiegel, wie in einem Westernfilm war das. Nächste Pause, ich bin sitzen geblieben, weil der Kurt hat Posaune gespielt, der hat gesagt, ich nehme den Posaunenzug nachher und dann wehen wir die Köpfe. Ich habe gedacht, hoffentlich kommt das nicht so weit. Du hast ja auch in dem Moment Angst um dein Instrument. Ich gehe raus, ich konnte von meinem Schlagzeug aus genau auf die Bar gucken. Und dann standen die da so mit 16, 17 Mann und Heide stand an der Theke, wie im Film Der große Bluff. So ein kleiner Typ, wie er war. Und hat gesagt, ihr seid ja wohl Franke, einer von euch. So fangen wir an. Und ich werde es mein Leben nicht vergessen. Der kam tatsächlich vor und Heide hat ihn im Spiegel gesehen. Fluch durch die Luft, hat ihm Stirnkuss gegeben, der fiel um. Und es war Ruhe. Und wir waren erstmal für eine Stunde gerettet. Aber damit ist es ja nicht zu Ende. Wir müssen ja trotzdem raus. Und was willst du gegen 16, 17 Mann machen? Die haben sich ja inzwischen gesammelt. Und die Uhr ist zwei. Und die Harburger, die uns ja gerne mochten, und einschließlich der Wertsleute, waren nicht mehr auf unserer Seite. Hamburger sind Fremde. Wie in Finkenwerder, ja, ist klar. So, dann habe ich mich dann mit dem Schicksal zufrieden gegeben, es geht schief. Und dann mit einem Mal, halb drei, circa war es halb drei, geht die Tür auf, da kommen die von St. Pauli an, die smarten Jungs alle rein. Sechs Stück, sechs Zuhälter kamen rein. Unter anderem der Bubi Töpfer, der das Schlagzeug gebracht hatte. Die waren in Toststedt, hatten dann eine Veranstaltung, haben gehört, die Hamburger Jungs haben da Schwierigkeiten. Ich bin mit meinem Schlagzeug durch ein Spalier gegangen. Mir ist überhaupt nichts passiert, aber ich werde das mein Leben nicht vergessen. Ich kann es jedem sagen, es war furchtbar.